Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops. Nee. Call of Duty Black Ops Cold War. Genau, so. Jetzt haben wir es richtig. Ich habe übrigens noch nicht die Krankenkasse aktiv und ich bin hier gerade schon mal ein bisschen rumgelaufen und gucke gerade auf meinen Rätselzettel hier noch. Wir lösen jetzt dieses rote Zirkus-Ding irgendwie. Ich habe aber keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie. Weil ich habe halt die Hinweise, ich habe das mir hier aufgeschrieben, ich habe da jetzt drauf gestarrt. Ich guck mal, ob das Spiel mir jetzt hilft dabei. So, Zug verweigert, ja, Entschlüssel, ne? Machen wir mal hier. Ja, hier. Habe ich jetzt so viele Hinweise? Code 0. Kann ich was schreiben? Ah, ich kann was schreiben. Okay, gut, das ist Code 0. Ja. Code 00. Achso. Das sind immer vier Zahlen. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das ist einfacher als gedacht. Moment, zurück. Code. Authentisierung. Fuck. Buchstabe und eine Zahl. Schon mal verweigert? Hä? Das sind immer vier Zahlen. Die Zahlen haben wir ja schon, ne? Jetzt ist bloß die Frage. Hä? Es kommt immer ein J. Aber. Hä? Also, Code 1633. Ich sollte vielleicht mal einen anderen Dings probieren, oder? Taxen. So, eine Autorisierung. Jetzt? ADKRNLO. Wenn halt die ganzen 20 Minuten jetzt dort hier zu lösen ist. Ich habe das noch nicht nachgeguckt oder sonst irgendwas. Es muss so gehen. Alter. Junge, du hast studiert. Zwar nicht direkt Code knacken, sondern eher so Maschinenbau, aber das ist ja quasi das gleiche, nicht wahr? Also, kann ich hier Buchstaben tippen? Nö. Nee. Ich versuche mal einen anderen Code. Ich versuche mal 923. Da müsste es ja Charleston sein. Oder muss ich die jetzt einfach nur stumpf durchprobieren? Weil ich hätte gesagt, dass es vielleicht die Anfangsbuchstaben von ADK Adkanlo sind. Aber das war halt auch nicht. Das Ding ist, dass ich mich halt frage, welche Reihenfolge ich das machen soll. Also ich nehme gerade hier einfach nur die Zahlen von den Zahlen, aber das sind halt vierstellige Zahlen. Das ist mein einziges Indiz. Madison. Auch nicht. Schön, dass wir da beliebig viele Versuche haben, ne? Obwohl, andererseits ist es eine Diskette, ne? Kopieren kann man die, wenn man möchte. Ich hatte mal... Pittsburgh. So gut wie ich dieser... Schreibt man... Nee, Pittsburgh schreibt man ohne H, oder? Hm. Ich glaube, schreibt man mit H, oder? Das könnte nämlich sein, dass ich die Dinger einfach abgeschrieben habe. Ich vertraue gerade meinen Zettel, den ich händisch abgeschrieben habe. Ist aber für Konsolenbesitzer auch ein bisschen doof, oder? Oder kann ich das nicht autorisieren und dann was anderes machen? Ach ja, genau, das verschlüsselte Disketten. Ich hatte mal beruflich mit einem Drucker zu tun. Der hatte eine IDE-Festplatte benutzt. Und die IDE-Festplatte war irgendwie beschädigt. Und der große Trick, diesen Scheiß, das war so ein Matrix-Drucker, also Quatsch, nicht Matrix-Drucker, so ein größerer Drucker halt, der für null Formate. Ein Plotter, so heißen die Dinger. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht richtig sind, oder? 5. What? Achso. Okay, das war's nicht. Also ich kann da keine Buchstaben klicken. Ja. Und dass die Festplatte von den Dingen hat, wenn man die am normalen Rechner gegangen hat, hat auch keinen Sinn ergeben. Aber du konntest die Festplatte trotzdem byteweise kopieren und darauf ein Image erstellen. Und das war dann hinterher die große Lösung. Warte mal. Detroit? Schreibt man Detroit so? Also, ich steht irgendwie anders, aber ich glaube. Autorisieren das einfach nur mit Punkt, ne? Okay, gut. Also, das ist es schon mal nicht. Weil wir haben auch keinen anderen Hinweis. Das war jetzt ja nur der Zahlensender, ne? So. Den Schutz der Diskette. Tja, aber das ist wie. Ich meine, ich habe alle Beweise, ne? So, manchmal verstecken die Russen kodierte Nachrichten, wo sie jeder sieht. Park sagt, du gehörst zu den besten Kryptografen beim MI6. Das will ich sehen. Was ist, wenn die Buchstaben nicht in Reihenfolge sind, sondern wie man so von links nach rechts legt? Also warte mal. Ich hab mal noch meinen Block vor mir. Offensichtlich, es ist kein Block, ist eigentlich, warte mal. Was ich aber habe, ist ein Block, das soll ich vielleicht in mein Notizbuch schreiben. Also wir machen Let's Play Code,
das Code knacken jetzt quasi. So, warte mal, jetzt hier, warte mal. Wenn wir die Dinger machen, rechts nach links, das ist ja nicht gesagt, dass wir das richtig lesen. Also dann wäre es nämlich A-N, A-L, K, das O ist vor dem D. Analcode. Wow. Okay, gut. Das hilft uns also nicht wirklich weiter. Wir haben das Ding. Wir haben noch. Diese kodierte Nachricht bei ihm entdeckt. Wir glauben, dass sie für den US-Spionagering bestimmt ist, aber noch konnte sie niemand entschlüsseln. Zeig ihnen, wie das geht. Ja, zeig ihnen, wie das geht. Genau, das ist eine super Idee. Das ist das Problem, vor allem, da sind ja auch noch Fragezeichen drin, mit denen wir jetzt erstmal so nichts anfangen können, ne? Aber mehr Hinweise haben wir nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass ich mehr Hinweise kriege. Es wäre natürlich total dämlich, wenn ich jetzt hier 20 Minuten lang verbringe, das nicht rauskriege. Und dann am Ende kommt raus, naja, war ganz einfach hier. Also das, oder ich hätte noch einen Hinweis mehr gebraucht dafür. So, warte mal. Wir haben aber, das ist das Bling, was ich übrigens gerade mache, ich habe so einen Vierfarben-Kuhschreiber, den ich für solche Sachen oder generell eigentlich für Notizen gerne verwende. Weil du kannst halt nicht nur mit verschiedenen Zeichen oder Klammer oder so Zeug markieren, sondern du kannst die Sachen halt auch farbig untereinander halten. So. Das Auffällige ist vor allen Dingen, dass wir eigentlich zwei Buchstaben haben. Einmal, ne? Das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7 Buchstaben, ne? So, gut, dass du dieses Band in Ostberlin entdeckt hast. Sieht aus wie die Übertragung eines Zahlensenders für den Spionagering. Hör mal rein, ob da was Klick macht. Ja, leider gar nicht, ne? Tucson. 1, 6, 3. Charles. Direkt ausgesprochen, ne? 9, 2, 3, 0. Charlotte. 9, 5, 8, 8. Madison. 8, 8, 1, 5. Warte mal, das ist die Zahlen, das sind, drei, sind ja Zahlen, wir haben neun, genau, wir haben das, sieben, das andere Dings, sechs, aber wir haben nicht alle. Auckland, fünf, Fragezeichen, wir haben null, Fragezeichen sechs, Position 8 und Position 3. Chicago, beziehungsweise, wir haben auch, wenn wir das finden, mein sechs, mir fehlt jetzt ja die Tischcam, um jetzt zu zeigen, was ich gerade aufschreibe, aber ist eigentlich auch nicht so wichtig. Sechs, ich könnte ja einen Tischcam machen, aber ich jetzt gerade mehr oder weniger die Gründe, finde das auch schwierig. Acht, Juno. Warte mal. Wir haben das Ding hier. So. Das ist der Schlüssel. So, was uns aber fehlt, ist die Position 3, beziehungsweise die Position 2 ist es. Und die Position 7 fehlt uns was. Ne? Und. Warte mal, wir haben uns. Also, die gehen wir schon aus, dass wir mit 0 anfangen zu zählen. Aber das ist ein anderes Ding, aber auch bei 0 anfangen zu zählen. Dann wüssten wir, dass bei Position 3 müsste A stimmen. Und dadurch haben wir Position 8 nicht. Okay, wir probieren also diese Kette nochmal aus. Ob das klappt, was ich denke, was klappt. Also, erste Passkombination ist 1633. So, Passphrase ist Zeichen 1, also 06. Zeichen 6, 93. Zeichen 3. Scheiße, haben wir nicht. Ah. Fuck. Dann müssen wir nur eine der Passphrasen können. Dann muss ich eine nehmen, wo weder die 3 noch die Dings drin vorkommt. 9528, 3. Da kommen wieder 3 vor. 5506, Oakland, das kriegen wir hin. 5506. Oakland, die haben wir nämlich. So. Das fünfte Zeichen ist natürlich die Frage, ob wir 0 oder 1 anfangen zu ziehen. Das ist 1212. 0 haben wir auch. 87. Und die 6 ist die 93. Fuck. Das wäre es einfach gewesen. Ich weiß nicht, ob die Orte, die dahinter sind, noch irgendwas zu bedeuten haben, ob das einfach nur eine Anordnung sein soll. Wie viele Orte sind das überhaupt? Sind das 10 durch Zufall? Das wäre natürlich auch sehr interessant. Wenn es 10 wären. Ne, es sind mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, es sind genau 10 Orte. Und wir haben eine Zahlenliste mit 10 Dingens. Ist ja auch belastend. Na gut, dann gucken wir mal, ob die Zählweise von mir vielleicht einfach falsch ist. Wir versuchen nochmal Chicago. Oakland ist das aber. So, machen jetzt aber mal die fünften Zeichen anders gezählt. Dann wäre es nämlich 90. Die 0 kennen wir auch.
Na gut, die 0 müsste es wahrscheinlich die letzte Zahl, also die 18. Und die 6 ist in dem Fall die 12. Wollt ihr das echt googeln? Das nervt mich ein bisschen. Dass ich das nicht rauskriege, ne? 10 Minuten verschwendet, aber. 7614, Detroit. Ich kenne ja. Das Problem ist halt, dass. Also jetzt habe ich gerade zwei Hinweise kombiniert, ne? Also, die Liste ist ja. Was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe den Nummernsender genommen. Und hab. Aldridge. Wie zeichnet Aldridge? Foto von Robert Aldridge. Aldridge. Ich glaube nicht, dass sein Name irgendeine Passphrase daran ist, aber. Wer weiß das schon? Warte mal. Haben wir alle Buchstaben von Aldridge? Na egal, also damit kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich die Dinger genommen und habe das Ding halt genommen und habe hier halt immer die Dinger einfach runtergezählt. Ist natürlich die Frage, ob die oberste oder die unterste Zeile noch eine Bedeutung haben. Die oberste Zeile hat nämlich keine. Was denn das nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist, sondern dass es irgendeine andere Reihenfolge ist. Ne, ist ja so kompliziert. Wie soll man das denn machen? Ringswonnen. Ja. Und das ist nur so unlogisch, weil es in diesem Fall jetzt deutsch ist. Und das wäre natürlich auch geil, wenn du das Rätsel gar nicht lösen könntest, weil es deutsch ist. Weil da sich die Reihenfolge ändert. Aber ich nehme mal stark an, dass es, guck mal hier, 40. Präsenz, 52 US, 44 Days of Captivity. Ja, was sagen mir diese Buchstaben? Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Buchstaben in Leserichtung gemeint sind. Ne? Also wieder das, was wir eigentlich schon wissen. Also A, D. Ich glaube, was mich hier halt komplett rauswirft, ist, dass A1 zusammensteht, aber das ist wahrscheinlich nur wegen der Übersetzung, so wir machen diese Buchstaben sind einzeln zu lesen. Also sind wir wieder bei Atkanlo. Mit Atkanlo können wir erstmal so viel nicht so anfangen, ne? Atkanlo. Ich würde ja auch ASCII-Zeichen nehmen, weil diese Zahlen hier 87, 90 und 93, die liegen halt alle im ASCII-Zeichenbereich für Großbuchstaben, aber das wird es nicht sein. So, wir haben das Ding hier noch. Also entweder müssen wir diesen Schlüssel noch vervollständigen. Hm. Ist das eine Zahlenfolge? Warte mal, die roten und die. Ah, oh, ich bin ja auch dumm. Nee, doch nicht. ich würde gerade meckern, dass das eine. Obwohl, warte mal. Klar, es sind zweifarbige Zahlen. Das passt auch. Also die dritte Zahl ist eine 15. Das wissen wir schon. Aber die andere ergibt keinen Sinn. Weil, guck mal, 87, 90, 93, 97. Wenn du von 37 auf 97 kommst, du mit 4 mehr. Von 90 auf 93. Also, dann müsste eigentlich die. Das ergibt auch keinen Sinn. Also, theoretisch müsste die zweite rote. Das rote Fragezeichen müsste theoretisch eine 91 sein. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Ne, warte mal. Es ist immer 1 mehr, ne? Es ist eine 88. Klar. Es ist eine 81. Ich sehe es. Aber pass auf, die erste Zahlenfolge, die wir haben, ist 87. Eins mehr. Ist immer aufsteigend, das ist ein Zahlenrätsel. Ja, klar. So, dann ist die zweite Zahl ist eine 88. Dann zwei mehr, dann kommen wir auf 90. Also man muss die Zahlen unterschiedlich farbig sehen, ganz klar. So, 90. Dann kommt 93, weil es sind ja drei mehr. Und dann ist die nächste Zahl ist natürlich 97, weil es sind ja vier mehr. Genau. Also eins, zwei... Ja, das geht auf. Das ist ein Zahlencode. Haha! Ich weiß übrigens noch nicht, was ich damit anfangen kann, aber das ist ja egal. So, und das nächste Ding ist natürlich wesentlich einfacher. Das ist einfach nur 6, 0, 9. Das sind mal 3 mehr, ne? 12. Und dann ist die nächste Zahl definitiv 15. Und 18 ist die letzte. Okay, cool. Das heißt also, wir haben jetzt die finale. Wir haben die finale Zahlen voraus. Also, wir haben jetzt unsere. Wir haben jetzt unseren Tastencode hier, das, der von Zahlen von 1 bis 0 ist. Also das ist halt quasi 88. Ich muss es nochmal kurz von Reinschrift hier übertragen. Das, dann kommt 90, 12, 93, was habe ich gesagt, 15, 97, 18. Goodie. Gut, dann haben wir das also raus. So, und jetzt ist bloß die nächste Frage. Was machen wir damit?
Wir haben vor allen Dingen immer noch nicht den Arcando-Code durch, ne? Also wir gehen davon aus, dass das hier entweder die Position 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind. Also die Dinger, was sind halt genau 10? Und das andere, die anderen Dinger. Und der Zahlensender. Oh, ist jetzt hier meine Maus? Achso, ich habe keine Maus. Der Zahlensender sagt die Zahlen hier auch immer so schön zwischen 1 und ab, ne? So. Welcher dieser Orte kann mit dem Buchstaben von Arcando geordnet werden? Dusson. 1, 6, 3, 3. Charleston. 9, 2, 3. Okay, wir fangen mal wieder vorne. Wir versuchen nochmal die Diskette zu knacken. Wir fangen nochmal hier mit an. So, machen wir jetzt mal die Passphrase. Wir kennen jetzt ja alle Zeichen, also machen wir jetzt hier. Passphrase hört sich halt auch nach Wort an, ne? Nur 6. So, dann ist das sechste Zeichen, ist die 93. Also wenn wir davon ausgehen, dass 87 0 ist, ne? So, und dann kommt zweimal die 3. Die 3 ist 09. Fuck. Ja, dann können wir noch die zweite Variante ausprobieren. Ah, die wird wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Das ist mir echt ein Rätsel, wie man das so selbstlaufend machen soll. Also so im Rahmen des normalen Spiels, ne? Also nochmal 1, 6, 3, 3. Oder sollen wir die Orte in Reihenfolge aufsagen? Das probiere ich gleich mal als nächstes aus, ob es da eine besondere Reihenfolge hinterher gibt. Jetzt aber erstmal hier die 1. Die 1 wäre dann in diesem Fall 87. Die 6 wäre die 12 und die 33 wäre die 88. Naja, okay, gut. Versuchen wir mal die Reihenfolge der Orte. Also ich kann mit dieser scheiß Zeitung halt nichts anfangen, das ärgert mich. Weil die brauche ich nicht und ich weiß auch nicht, wofür ich die brauchen soll. Manchmal schicken die Russen kodierte Nachrichten, wo sie jeder sieht. Ja, gefunden rotes Licht, grünes Licht. Wegen der Erstverwendung, dass der 52 Geiseln aus den 44 Tagen oder Gefangenschaft. Also die Zahlen sind es anscheinend nicht, ne? Seite 1 von Observer, Einfluss in Nachrichten. Tja. Zeigen, wie das geht. So, der erste Ort wäre Charleston, oder? Ne, Baltimore. 9, 2. Baltimore. Okay, theoretisch müssen wir mit Baltimore anfangen, wenn wir davon ausgehen, ne? Okay, versuchen wir mal Baltimore als erstes. Baltimore wäre 6088. Okay, ich nehme mehr Zahlen. Ich kann nur viel Zahlen. Es ist ziemlich sicher, dass die Zahlen vom Nummernsender das Ding sind, was ich hier eingeben muss, ne? So. Passphrase für Baltimore sind 60. 87 und jetzt 88 sind 97, 97. Ja, genug jetzt hier. Also 6088. Oder nach anderer Zählweise wäre das 12, 18, 15, 15, oder? Auch nicht. Ich pack's nicht. Ah, Mann. Okay, gut. Wir haben 20 Minuten dafür gebraucht. Ich google's jetzt. Und erklär's dann, wie es geht. Aber es ist deprimierend. Ich werde festmachen, ich krieg das selber raus und ich werde wahrscheinlich gleich richtig dolle Facepalm. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt oder aus irgendwelchen Gründen nicht erfahren wollt, wie es geht, überspringt einfach den Rest der Folge, weil ich nur noch darüber schwadroniere, wie es zu knacken war, nachdem ich's gelesen habe. Bis gleich. Okay, ich hab's jetzt. Ich hab gerade 5 Minuten lang die Lösung angestarrt und war verwirrt. Erstmal ist das Rätsel anscheinend für jeden anders, aber es ist total simpel. Ich hab bloß einen Fehler gemacht. Ich hab vorhin mich doch gefragt, ob nicht einer der Städte irgendwie in Arcando reinpasst, ne? Tut's. Oakland passt rein. Arcando passt in Oakland rein. Ich hab zwar keine Ahnung, wie ich den Buchstaben hätte ursprünglich sehen sollen, aber... Und damit wird es dann natürlich total einfach, ne? Also das sind dann... Ich muss natürlich trotzdem die Lösung gucken. Und das zweite Ding ist halt, eine dieser Zahlenkombinationen passt in unser Muster rein. Also meins ist 885, also das Madison ist die Passphrase. Und das Arcando passt halt in Oakland rein. Also ist in meinem Fall die große Lösung 8815. Anders. Meine Passphrase, meine Passphrase ist Madison und meine Code ist 5506 Madison. Oder? Ja. 3, 9, genau. 7, 6. Und damit werde ich jetzt Erfolg haben. Ihr werdet sehen. Aber das Nummernvervollständigen war schon mal der richtige Ding. Also das ist die Hälfte des Weges, habe ich schon geschafft. Juhu. Ich fühle mich trotzdem ziemlich doof, dass ich das nicht dabei hingekriegt habe. Ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen, muss ich sagen.
Verdammt, ja, das ist es. Du hast es geschafft, Bell. Jetzt haben wir, was wir brauchen und können uns Eldridge gefahrlos schnappen. Toll, oder? Das Schöne ist, das Ganze müssen wir nochmal machen mit der anderen Quest, die auch so scheiß Code hat. Oh Mann, ey. Also es war tatsächlich nicht ganz leicht. Vielleicht ist das für die ganze Zeit zu reden, war vielleicht auch nicht gut. Aber ja, also 20 Minuten verbracht damit. Ich glaube, ich bringe heute 2 Episoden raus, weil das tatsächlich recht unspannend war, nicht wahr? Im Anhang findet ihr ein Bild, also in der Beschreibung ein Bild meines tollen Zettels. Damit ihr das auch mitfühlen könnt, mein Schmerz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.